Ja, einen schönen guten Abend. Ich muss mich ganz kurz räuspern, aber es ist kein Corona-Räuspern, keine Angst. Mein Name ist Marco Martin. Der Gast heute Abend, die Gästin, ist meine liebe Prager Freundin und Kollegin Radka Denemarkova. Guten Abend. Hier im Rahmen des Internationalen Literaturfestivals. Ganz kurz noch etwas zum Ablauf. Wir haben ungefähr so eine und 15 Minuten nach unserem Gespräch. Werden auch gerne Publikumsfragen entgegengenommen. Es gibt auch eine Gebärdensprachdolmetscherin, Frau Ataman, die das hier an dieser Seite macht. Und am Schluss, genau, auch ganz wichtig, gibt es im Foyer eine Signierstunde von Radka Denemarkova, die ich Ihnen jetzt am Anfang ganz kurz vorstellen möchte. Sie ist eine der profiliertesten Autoren in der Tschechischen Republik. Und dieses große, ich muss sagen, bedeutende China-Buch, dieser Roman, ist einer in einer Reihe von Büchern, die mit Tabuthemen sich literarisch auseinandersetzen. Es gibt viele Bücher von ihr, die sich mit der Dekonstruktion von selbstzufriedenen Narrativen, wenn man das so sagen kann, auseinandersetzen. In einem Buch geht es um die Vertreibung der Deutschen, auch um den Antisemitismus, um Lebenslügen in der tschechischen Nachkriegsrepublik und um die strukturelle Gewalt gegenüber Frauen. Und das jetzige China-Buch ist, also ich würde sagen, ein Höhepunkt eines Schreibens, das gegen die gängigen Traditionen anschreibt, allerdings nicht auf einer rhetorischen oder journalistischen Weise, sondern literarisch. Radka Denemarkova hat zusammen mit ihrer Übersetzerin Eva Profusova den Brücke-Preis für dieses Buch bekommen. Und ich glaube, wir werden heute während des Abends nochmal darüber sprechen, weshalb dieses Buch diese ungeheure literarische, aber auch aktuelle Relevanz hat. Vielleicht ganz kurz zur Einrahmung. Wir haben uns kennengelernt über das Thema China. Ich hatte letztes Jahr hier im Literaturfestival mein literarisches Tagebuch »Die letzten Tage von Hongkong« vorgestellt und bin dann auf diesen China-Roman aufmerksam geworden. Und wir haben uns dann in Prag getroffen und waren sofort ein Herz und eine Seele, was bei Schriftstellern und Schriftstellerinnen nicht immer der Fall ist. Und deshalb ist es auch eine schöne Geschichte, die wir nicht müde werden zu teilen. Aber es ist natürlich, es verbleibt natürlich nicht im Rahmen des Privaten oder des Possierlichen, denn dieser Roman ist, also ich würde sagen, das Buch über die westliche Kollaboration mit dem chinesischen totalitären System, eine Inneneinsicht in China und gleichzeitig eine große Reflexion über Werte, über die Universalität von Menschenrechten, die ja heute von extrem links bis extrem rechts kulturrelativistisch in Frage gestellt werden. Und es ist aber dennoch bei allen essayistischen Einschüben keine Streitschrift, sondern ein Roman mit durchaus auch fantastischen Einsprengseln. Wir werden das dann auch in den Lesungspassagen sehen, dass es jetzt nicht ein 1:1 Realismus nur ist. Ich muss ganz kurz noch sagen, wir haben für den Abend jetzt keinen Ablauf geplant, auch aufgrund von China. Wir haben beide unsere Erfahrungen, wie Lesungen in der Volksrepublik ablaufen. Und ich glaube, das hat uns imprägniert, dagegen allzu viel Pläne zu machen. Also wenn es kurz hakt oder es irgendwelche Doppelungen, welcher Art auch immer gibt, schreiben Sie es der Demokratie zugute und nicht unsere etwaigen Unaufmerksamkeit. Meine erste Frage zu deinem Roman ist die, also ich würde schon fast sagen 0815-Frage, aber
dort trotzdem eine Frage, die zum Verständnis recht wichtig ist. Wie bist du drauf gekommen? Wie hat sich das entwickelt? Vielleicht kannst du auch, wenn du möchtest, ein bisschen was dazu sagen, wie deine Erfahrungen in China sich dann so angesammelt haben, dass klar wurde, daraus muss ein Roman werden. Ja, danke für diese Frage. Wir haben uns wirklich gesagt, wir machen das authentisch, weil das ist nicht die Lösung, das ist wirklich Teil des Lebens. Und ich danke für Ihre Zeit, dass Sie gekommen sind. Das ist wirklich das Kostbarste, was wir haben, die Zeit. Das habe ich auch gestern, muss ich zuerst sagen, gestern hatte ich eine Lesung im Gefängnis. Das war auch im Rahmen vom Festival. Und dann habe ich auch gesehen, das ist so wichtig. Und da habe ich ein bisschen mich vorbereitet damals und ich habe auf YouTube die Konzerte von Johnny Cash im Gefängnis gesehen und ich habe dem Direktoren des Gefängnisses geschrieben, ich werde Johnny Cash der Literatur sein. Und er war so kreativ, da hatte er auch einen jungen Mann, der da auch nicht leichtes Schicksal hat und er hat im Gefängnis wirklich auch die Gitarre gelernt und dann hat gestern, war so nervös, aber so nett, Johnny Cash auch gespielt, gesungen. Und das ist authentisch, das ist das Leben. Und zu deiner Frage, wie hat das angefangen? In meinem Leben ist es immer so, am Tisch kann ich mir wirklich die Themen, viele Themen ausdenken, was ich jetzt verarbeiten möchte, worüber ich schreiben möchte. Aber dann kommt immer das Leben und in unsere Zeit und bringt die Themen. Und im Jahre 2013, das war nie mein Ziel, dass ich etwas über China schreibe. Aber im Jahre 2013 kam die offizielle Einladung zum literarischen Festival Bookworm in Peking. Das war mit der englischen Version des Romans Money from Hitler. Und ich war sehr naiv, ich kannte nur chinesische Philosophie, chinesische Lyrik, chinesische Medizin, selbstverständlich chinesische, sehr, sehr schwierige chinesische Geschichte und so weiter. Und ich war schockiert und ich habe nicht verstanden, worum es geht in dieser Gesellschaft. Und das ist in meinem Leben immer so, wenn ich etwas nicht verstehe, ich bin sehr neugierig. Und wenn Sie zum Beispiel durch Europa gehen, das genügt nur eine Schicht und man weiß, was unter Oberfläche, worum es geht. Aber in China ist es sehr, sehr schwierig in dieser Zeit der Technologien und so weiter, wo alle überwacht werden. Und das hat lange gedauert, bis Sie Vertrauen hatten. Also erste, zweite, vierte Schicht und so weiter. Und das hat mir am Anfang sehr, sehr geholfen, die Direktorin von diesem Literaturfestival, Alexandra Pearson, sehr, sehr mutige Frau. Übrigens, dieses Festival wurde auch voriges Jahr verboten, weil der chinesische Präsident Xi Jinping, das geht wirklich sehr, sehr hart jetzt. Und dann war ich dann mit Pausen 2 Jahre. Weil das war etwas in der Luft, was habe ich auch gesehen, das ist auch die Gefahr für uns in Europa. Und dann habe ich Xi Zuyin kennengelernt, das ist der chinesische mutige Dissident, Schriftsteller und er zum Beispiel sammelt auch die Hochschulstudenten, die kritisch denken. Da habe ich auch einen wunderbaren Journalisten kennengelernt, der 9 Jahre in Peking gewohnt hat. Das ist mein Seelenbruder und das war auch, er war Vorbild von einer Literaturfigur, der Freund. Und übrigens, das muss ich mich jetzt bedanken, der sitzt jetzt auch im Publikum, weil er jetzt in Berlin lebt. Das war nicht möglich, in China, in Peking zu leben. Und dann ging es weiter und weiter und wenn die Menschen schon Vertrauen haben, sie dürfen nicht dann zurückgehen. Und dann selbstverständlich alle diese Informationen, diese brutalen Mikrosituationen. Und muss ich sagen, in diesen Jahren gingen mir auch auf die Nerven die Europäer und Europäerinnen, die dort waren. Und alle möchten in Europa leben, selbstverständlich. Wir haben auch viele Probleme in Europa, aber trotzdem, auf diesem Kontinent gibt es noch Demokratie und Menschenrechte und der rechtliche Staat und so weiter. Aber dort haben sie alles vergessen und sie wollten nur Investitionen, sie wollten null Business, null Millionen und so weiter. Ich habe mir dann diese Gesellschaft für mich so definiert. China ist heute, da hat sich wirklich das Schlimmste vom Kommunismus und das Schlimmste vom Kapitalismus so geküsst. Und wirtschaftlich es funktioniert und deshalb hat das die ganze Welt so bewundert. Selbstverständlich, wenn ich damit angefangen habe, habe ich nicht geahnt,
Das war damals nicht so Thema. Inzwischen mit der Pandemie ein bisschen die Menschen schon ahnen, worum es geht. Und das ist wirklich brutal, Polizeistaat. Und ich habe mich immer dann nach Europa gefreut. Und dann war ich in meinem Land, in Tschechien. Und wir haben einen sehr, sehr problematischen Präsidenten. Und er hat da sind wir wieder bei der Sprache, wie die Sprache heute lügt. Also das ist jetzt dieser Krieg auf Ukraine, eine spezielle Operation. Unser Präsident hat über diesen chinesischen brutalen Polizeistaat so immer geredet. Es ist eine harmonische, stabilisierte Gesellschaft. Wir müssen mit denen Geschäfte, Business machen. Und dann war der, dann habe ich zwei essayistische Texte auf Deutsch geschrieben, die wurden dann auf Chinesisch übersetzt und in diesem Sammelband von Dissidenten, Sammelband Dandu, veröffentlicht. Und ich habe das ein bisschen unterschätzt und im Januar 2017 dann kam dieses Reiseverbot für das ganze Leben und selbstverständlich in dieser Welt ist es immer so Aktion, Reaktion und dann kam eine Ladung auf Taiwan. Dann war ich 2020 fünf Monate auf Taiwan und das ist auch diese Geschichte, diese kleine Insel, ähnlich wie Russland, Ukraine und darüber möchte ich jetzt nicht reden. Aber ich habe sehr, sehr darüber auch nachgedacht, was eigentlich Europa, Europäische Union ist, was ich erlebt habe vor dem Jahre 1989. Warum, wie sehen heute die Totalitäten aus? Weil die sind ganz schlau mit neuen Technologien. Also Propaganda ist so leicht heute. Und der letzte Grund war, das ist immer bei mir, menschlich. Überall gibt es Menschen, die ich mag. Überall, die Menschen haben überall dieselben Dilemmata und so weiter. Und in der Gruppe von diesem Xisuyen, da war eine sehr sympathische Medizinhochschulstudentin, sehr klug, ein bisschen naiv. Ich habe sie sehr gemocht, weil sie war im Alter von meinem Sohn. Und die Eltern haben mich auch zum Abendessen eingeladen, ganz wunderschöne Wohnung, moderne, alles, alles. Aber sie hat sich dann lange nicht gemeldet und als ich dann, das war 2016, wieder zurückgekommen bin, dann habe ich gefragt, was ist los mit ihr und das war für mich Schock, weil alle haben so gesagt, dass es normal wäre, dass sie Fehler gemacht hat, weil sie einen kritischen Texten geschrieben hat gegen Regierung, sie möchte also eine andere Gesellschaft, sie wurde verhaftet, aber sie ist im Gefängnis gestorben und wir wissen nicht, wie. Und dann habe ich mit den Eltern, die Eltern kontaktiert und das war auch interessant. Dass, also wissen Sie, diese menschlichen Situationen sagen alles über die Gesellschaft und sie haben sich scheiden lassen und die Mutter, und vergessen Sie nicht, das war noch diese Familie, die konnten nur ein Kind haben. Und sie hat gesagt, ja, sie hatte nie diese Tochter und diese Tochter war Fehler und so weiter, weil sie wollte nicht diese Stelle der Managerin verlieren. Der Vater, das war anders, er wollte auch Beerdigung organisieren, aber die haben ihm den Körper der Tochter nicht gegeben. Wir wissen wirklich nicht, wie sie gestorben ist. Und er konnte nicht mehr als Arzt arbeiten. Da jetzt ist im Dorf in der Nähe von Peking kann er nur bei Arbeitskraft bei Baustellen arbeiten und darf nicht ohne Genehmigung diese Stelle zu verlassen. Und das hat mich wirklich menschlich kaputt gemacht, weil ich habe dieses Mädchen wirklich gemocht. Und dann habe ich mir darüber nachgedacht. Es verschwinden so viele Menschen dort und niemand möchte das wissen. Also das war nur voriges Jahr, wenn diese Tennisspielerin Probleme hatte, dann endlich haben Medien darüber geschrieben oder wenn schon, dann vielleicht Uiguren oder Tibet. Aber es gibt so tiefere Probleme. Und dann habe ich mir gesagt, das könnte auch unsere Zukunft sein. Also Gesellschaft, die wirtschaftlich wunderbar funktioniert, ohne Demokratie, mit Zensur. Und das habe ich mir gesagt, da schreibe ich einen Roman, kompromisslos, radikal. Roman hat als Form auch noch nicht gezeigt, was der Roman kann. Hat mir auch zwei Autoren geholfen, meine beliebten Autoren, und zwar Robert Musil, der Roman Mann ohne Eigenschaften, aber auch von Tolstoi Anna Karenina. Weil zum Beispiel Anna Karenina ist diese wunderbare psychologische Situation von der Ehe und so weiter, aber es ist auch über Mentalität von Russland im 19. Jahrhundert. Und ich habe mir gesagt, da schreibe ich einen Roman über Krankheiten meiner Zeit.
was mir wehtut, weil wir in Europa machen das selbst kaputt, was wir da haben. Und ich wollte auch zeigen eines, und das habe ich noch nicht geahnt, dass wir, oder das war in der Luft, dieser Krieg kommt. Es ist nicht möglich, wirklich Demokratie auf Business reduzieren, ohne Visionen oder anderen Werte. Ökonomischer Pragmatismus ist wirklich weg in die Hölle. Also für mich ist es ein bisschen auch intimstes Buch, ein bisschen Bilanzbuch. Ich habe immer gesagt, das ist mein Lebenswerk, aber mein tschechischer Verleger hat es mir verboten. Er hat mir gesagt, dass ich so auch, dass ich bald sterbe. Nee, ich schreibe weiter. Ja, ja, das lassen wir doch jetzt einmal als Zwischenwort. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass die gelesenen Passagen jetzt nicht unbedingt nur eine Illustration dessen sind, was jetzt hier per Mikrofon gesagt wurde, sondern dass Sie einen kleinen Vorgeschmack bekommen auf die Sprache, die rhapsodisch ist, die auch Reportageelemente, die essayistische Elemente hat, auch ganz stark in den Dialogen ist. Und wir werden zwischendurch immer ein paar Passagen lesen. Und ja, jetzt? Ja, wenn Sie möchten, ja, oder? Also, ja. Das kam jetzt so zögernd. Sagen Sie, dass Sie nicht möchten. Nein, ich wollte in die Reaktion sein. Ich meine, ist es jetzt? Jetzt ist ja. Gut. Nein, ich möchte sehr gerne lesen. Der Maler erzählt seinen Traum zu Ende und beißt in ein von schwarzen Kernen befreites Stück Melone. Das kommt davon, dass du dich wie ein Strichjunge benimmst, sagt die Schriftstellerin. Dem Maler bleibt der süße Saft im Hals stecken. Und aus mir wird ein Strichmädchen, wenn der Freund weiterhin darauf besteht, dass ich in der Botschaft bleibe. Der Freund bringt aus der Küche den nächsten Gang auf aufgewärmten Tellern. Ihre Sorgen hätte ich gern, denkt er bei sich. Buddha versteht ihn. Und Pomeransch. Der Freund trägt Teller mit Nudeln, mundgerecht geschnittenem Fleisch und Gemüse auf. Sein Partner stellt große Schüsseln mit fettäugiger Hühnerbouillon dazu. Je nach Geschmack kann sich jeder eine Handvoll Chili oder anderes Gewürz dazu nehmen. Die chinesische Speise über die Brücke Nudeln stammt aus der südöstlichen Provinz Yan'an. Der Legende nach zog sich ein Gelehrter der Qing-Dynastie jeden Tag in einen Pavillon am See zurück, um Gedichte zu schreiben. Seine verständnisvolle Gattin bereitete ihm eine heiße Mahlzeit zu. Bis die Speise von zu Hause zu ihm gebracht war, war sie kalt geworden. Eines Tages hatte sie die rettende Idee, die Nudeln erst im Pavillon mit heißer Bouillon zu übergießen. Der Freund hat Wege und Möglichkeiten gefunden, den in ihren eigenen Häusern eingesperrten Menschen eine stärkende Bouillon jeglichen Geschmacks zu bringen, damit ihre Körper auf der anderen Seite der schmalen Brücke überleben können. Übrigens stimmt er mit Havel nicht überein. Er würde die Rolle der besiegten Intellektuellen der letzten Jahre nicht auf die Bemühung reduzieren, der von den Siegern geschriebenen Geschichte zu entfliehen. Auf solche Terminologien und Überlegungen tschechischer Dramatiker und Philosophen will er sich nicht mehr einlassen. Schon seit Jahren rennt er zwischen dem chinesischen armbereiften Anwalt und der französischen und amerikanischen Botschaft mit heißen Speisen hin und her. Die chinesischen Dissidenten Harry Wu und Wei Jingsheng wurden zu ihrer Zeit noch theatralisch und in aller Öffentlichkeit verhaftet. Nach einem genauso theatralischen Prozess und einer ähnlich theatralischen Freilassung wurden sie aus China deportiert und auf Druck der Vereinigten Staaten von Amerika gerettet. Damals gab es noch demokratische und freiheitliche Länder, deren Botschaften man ansprechen konnte. Harry Wu und Wei Jingsheng haben das unter dem Namen Lao Gai bekannte Strafsystem von Umerziehung mittels Zwangsarbeit demaskiert. Es waren Zwangsarbeiterlager, die die Welt bis dahin in dieser Form nicht kannte. Sie dienten eben dazu, dass der doktrinäre Sozialismus und der zynische Materialismus alles durchdrangen. Es gab die Unumerziehbaren und es gibt sie bis heute. Wei Jingsheng und Wang Dan, Anführer der studentischen Demonstrationen auf dem Platz des himmlischen Friedens, jenem stolzen Tiananmen von 1989.
Sie wurden zu 14 und 11 Jahren Gefängnis verurteilt. Wei Jingsheng wurde kurz nach dem chinesisch-amerikanischen Spitzentreffen 1997 entlassen. Wang Dan verbrachte 4 Jahre im Gefängnis und wurde 1993 auf Bewährung entlassen. Kurz danach wurde er beschuldigt, einen Umsturz der chinesischen Regierung vorbereitet zu haben. 1996 bekam er eine 11-jährige Strafe. 1998 wurde er aus gesundheitlichen Gründen auf Bewährung entlassen. Heute lebt er in den Vereinigten Staaten von Amerika. China schickte früher seinen unumerziehbaren Abfall über die Grenze. Heute macht er das nicht mehr. Heute wird es die Menschen unauffälliger los. Jene Unumerziehbaren von damals trugen noch Namen. Heute erschafft sich China seine künstlichen Stars und Schattenrebellen, um die Welt zu befriedigen. Die echten Rebellen lässt es verschwinden. Der Freund gießt heiße Bouillon über die Nudeln. Hilfe sollte Gesetzmäßigkeiten folgen. Sie darf zum Beispiel nicht schaden. Guck dir an, was die Botschaft gemacht hat. Sie hat eine zur Unterstützung der Menschenrechtler bestimmte Geldsumme an diese weitergeleitet, offiziell, in aller Öffentlichkeit. Die Dissidenten wurden dann wegen der Annahme finanzieller Beiträge aus dem Westen sofort verhaftet. Was kann ich tun? Geh los und sieh zu. Beobachte. Je länger ich in China bin, desto weniger verstehe ich das Land. Umso mehr schäme ich mich für meinen Reisebericht. Stell keine Fragen. Beobachte. Um wieder zu uns zu kommen, brauchen wir Inseln eines relativ freien Lebens. Deine Aufgabe ist es, zu warnen, Grauen zu beschreiben und hellseherisch das Böse zu erfassen. Das Gute erkennt der Mensch am schnellsten angesichts des konzentrierten Bösen. Der Maler schluckt erschrocken heiße Nudeln hinunter. Du redest wie ein Buch. Die Schriftstellerin fühlt sich im Hutong des Freundes wie in den 70ern in der Tschechoslowakei. Auch dort kam man auf unsichtbaren Inseln eines relativ freien Lebens allmählich wieder zu sich. Warum tut der Freund das? Was will er? Ja, vielen Dank. Ich glaube, Sie haben einen Eindruck bekommen, wie die Beschreibung, die Detailbeschreibung dieses chinesischen Alltags immer wieder verknüpft ist mit einer Selbstbefragung, wo die Autorin herkommt, wie die Zustände in ihrem Land sind. Du hattest es ja kurz angesprochen, euer Präsident, der pittoreske Trunkenbold und Xi-Freund und Putin-Versteher, bei dem Lesen der Passagen, die du darüber geschrieben hast, frage ich mich dann schon, und anderen Lesenden wird es vielleicht ähnlich gegangen sein, ob vielleicht einige meiner Kollegen oder Kolleginnen, die mitunter so gerne ins Schloss Bellevue eingeladen werden, vielleicht dann auch mal den Mut finden, unseren Präsidenten, der natürlich kein pittoresker Trunkenbold ist, sondern ein mit allen Wassern gewaschener Apparatschik-Heuchler, fragen, warum er mit der Lüge, die er fast täglich wiederholt, sie heißt ja mit dem Kenntnisstand von heute, 3 Ausrufezeichen, durchkommt und nicht gefragt wird, wie sein Teil der Verantwortung ist, zusammen mit der Schröder-Regierung, dann mit der Merkel-Regierung, die Kollaboration mit einem Regime im Wirtschaftlichen weiter vorangetrieben zu haben, das mörderisch war, bereits vor dem 24. Februar dieses Jahres und in Aleppo und Grozny ein Massenverbrechen begangen hat. Ich weiß nicht, ob meine Kollegen und Kolleginnen eine ähnliche Kraft hatten, so etwas zu finden, wie du das in deiner Prosa beschreibst, allerdings auch jetzt nicht nur im Rhetorischen, sondern ins Habituelle reingehend. Besonders schockierend auch die Szenen, wo du beschreibst, wie in der tschechischen Botschaft selbst die Solidarität mit den Dissidenten weggekippt wird, die Dissidenten als die Stirnfriede erscheinen im Sinne einer Zusammenarbeit, wirtschaftlichen Verflechtung. Wir kennen ja all diese Rhetorik. Was mich allerdings zusätzlich dann fasziniert hat, ist dein Rekurs auf die Ideen der tschechischen Dissidenten. Und du kommst ja
schon vom Geburtsjahr her nicht aus der Tradition der Charta 77, sondern ein jüngeres Semester. Und es scheint mir, oder was heißt es scheint mir, es ist so, dass du auch dieses beliebte Spiel nicht mitspielst, dass man sagt, ja, das waren die vorherigen, das waren die alten Zausel und das waren diese Ideen von Havel und das ist dieser Moralismus und das ist doch eigentlich im Grunde genommen schon obsolet, dieser bürgerliche Liberalismus, diese Bürgerrechtsdinge. Sind wirklich old-fashioned und bei dir ist es im Gegenteil, der Rekurs darauf. Könntest du vielleicht da noch ein bisschen was dazu sagen? Hast du das in China neu entdeckt, wie wichtig das ist und Havels Denken aktueller ist denn je oder war das schon eine intellektuelle Lebensbegleitung vorher? So viel ist jetzt gesagt. Ich möchte an alles jetzt reagieren. Also, aber zuerst zu dieser Havel-Frage, das war beides. Aber selbstverständlich, ich bin, bei mir ist nichts schwarz-weiß. Ich bin kritisch. Kritisches Denken ist einfach sehr, sehr wichtig, auch beim Schreiben. Und ich wollte da wirklich literarisch schreiben. Es ist auch Kampf um die Sprache. Und was Václav Havel betrifft, weil wenn ich im Kontext denke, das war immer so, wenn ich durch die Welt gehe, Václav Havel, vor allem seine essayistischen Texten, die Theaterstücke sind ein bisschen veraltet, oder wie soll ich das jetzt sagen, aber essayistischen Texten sind immer, immer aktuell. Und er ist überall in den Autoritätsstaaten, Totalitäten wirklich ein großes Vorbild. Aber muss ich sagen, in diesen 30 Jahren, nicht nur in Tschechien, in der Slowakei, aber auch in Ungarn, in Polen, ist er ein bisschen ausgelacht, dass er naiv war. Und das finde ich sehr, sehr gefährlich. Und zum Beispiel auch in China, die haben die Charta 08 nach dem Vorbild von Charta 77, die Václav Havel damals gegründet hat, und auch seine Worte sind so stark, es gibt auch Länder, wo er noch immer verboten ist. Und da wollte ich dieses Thema öffnen, aber auch im Kontext, weil zum Beispiel diese Hochschulstudentin, weißt du, sie hat verschwunden. Niemand in der Welt kannte ihren Namen oder was sie gemacht hat. Das war mutig, aber das mit Abstand muss ich auch sagen. Wir können nicht so unsere Vorstellung von Menschenrechten so implantieren in andere Mentalität. Man muss wirklich auch im Kontext denken. Aber zum Beispiel Václav Havel, das war so, er konnte nicht so leicht verschwinden oder im Gefängnis sterben. Und was bei ihm auch ich wichtig in seinem Lebenslauf finde, worüber niemand so geredet hat, er hatte damals schon auch Angebote, dass er Asyl bekommt in der Schweiz, also auch in der Frankreich, aber er ist geblieben. Und er hat gesagt, wir sollen nicht Westen dafür verantwortlich nehmen, was in unseren Ländern passiert. Wir müssen bleiben und kämpfen. Und er hat auch riskiert. Er wusste, dass er ins Gefängnis geht. Und das finde ich auch das wichtig, weil ich habe viele Freunde, auch in Ungarn zum Beispiel, wo das Ungarn ist eine Europäische Union, aber die Europäische Union hatte keine Mechanismen, die Demokratie zu retten dort. Vier von meinen fünf besten Freunden von Ungarn leben jetzt in Berlin. Was soll das? Das ist auch keine Lösung. Und in der Zwischenphase, wo musste man wirklich kämpfen, sie haben das auch unterschätzt. Nein, das wird nicht so schlimm sein und so weiter. Und deshalb habe ich auch diese Tradition genommen, was ich erlebt habe. Ich war absolut mit Abstand, das ist jetzt zynisch, aber muss ich sagen, ich bin so froh, dass ich in meiner Kindheit und Jugend diese Totalität vor dem Jahre 1989 erlebt habe. Weil das sind Erfahrungen, die muss man wirklich erleben. Viele Erfahrungen, das kennen Sie von Ihrem Leben, kann man wirklich nicht den anderen erzählen. Es geht vor allem die Krisen und so weiter. Und immer wieder denke ich an meinen Vater, an diese Mikrosituation. Mein Vater war Lehrer, sehr, sehr so sensibel, ruhiger Mensch. Und damals war er sehr wütend, aber das war 1986. Aber wir hatten damals wirklich keine Ahnung, dass es so bald
zu Ende geht. Und da hatte er Besuch, das war Ehepaar von Westdeutschland, und sie sind gekommen und sie waren absolut begeistert. Wunderschöne Landschaft, goldene Prag, Bier ist so billig, alles ist so billig. Und das war nicht möglich, ihnen wirklich zu erklären. Und das wiederholt sich, okay, bei diesen Menschen kann ich das verstehen, aber ich verstehe das nicht bei den Intellektuellen, und das wiederholt sich immer wieder. Jean-Paul Sartre war auch in 50er Jahren in der Sowjetunion und war auch begeistert. Und dann habe ich mir gesagt, das war auch meine Frage, wie mache ich das, Reportagen oder literarisch, aber Literatur kann das mehr die Wahrheit zeigen von allen Perspektiven. Und da war auch eine Gefahr, ich musste nicht so viele Namen da nennen, die da noch in China sind, aber es geht immer um diese Modellsituationen, die in der Geschichte der Menschheit sich immer wieder wiederholen. Wir erleben das in diesem Jahr auch immer wieder, weil ich hatte dieses Jahr, also ich muss es so sagen, das ist, ich schreibe die Bücher immer so, es ist, diese Schicht ist wichtig, also emotionell, was das für die konkreten Menschen bedeutet, Familien, auch diese innere Welt, das haben wir alle, und das stirbt mit uns, wir können nicht, obwohl wir das ganze Leben Ehefrau haben, Ehemann, Freunde, wir können nicht jede unsere Sekunde jemanden erzählen. Und dann ist diese Schicht, diese gesellschaftliche Schicht, Ebene, gesellschaftliche Ebene, das System, wo wir leben, und das System beeinflusst, wie wir leben, wie wir denken, auch Mentalität, und das wollte ich in diesem Roman im Kontext zeigen. Deshalb war auch in diesem, muss ich das erklären, Textauszug, war auch eine Figur, und diese Figur heißt Pomeranz. Das hat mir sehr, sehr geholfen, weil Pomeranz, ich war bei meinem Freund also damals in Peking gelebt, und sie hatten wirklich zwei Kater, Pomeranz und Mansur. Und diese zwei Karten habe ich auch als Figuren in den Roman gegeben. Und Pomeranz hat mir sehr geholfen. Pomeranz ist in diesem Roman 1000 Jahre alt. Er ist sehr belesen, sehr klug, das ist Philosophe, ironisch, sarkastisch sogar. Und er kann immer, wenn er die Menschheit oder die Menschen heute beobachtet, dann sagt er immer, ja, das habe ich schon erlebt. Als ich zum Beispiel 1968 im Haushalt von Milan Kundera gelebt habe oder im Mittelalter und so weiter und so weiter. Und diese Perspektive war auch wichtig, und das kann nur Roman ermöglichen. Also ich könnte lange darüber reden, auch was das heute bedeutet, was das ist die große Frage, was das heute bedeutet, Dissident zu sein, mutig zu sein. Und weißt du, das war auch lange so, das haben alle unterschätzt. Alle haben gesagt, ja, Viktor Orban oder Gebrüder Kaczynski, die waren auch in dieser Dissidenten-Szene. Aber man muss wirklich die Menschen immer wieder von null beobachten, muss ich sagen. Und das sind ja immer große Themen, und am Anfang hast du auch gesagt, was heutige zum Beispiel Situation betrifft. Ich war auch sehr überrascht dieses Jahr bei den Diskussionen, weil ich wollte wirklich in meinem Leben sich nur der Literatur widmen, aber immer wieder war das so, dass ich eine Gruppe von Opfern Stimme gegeben habe, diesmal sogar einem Land, Taiwan, und aber ich wollte nie so rebellisch sein, aber das hat das Leben von mir dann erwartet, und man wir können nicht anders. Und zum Beispiel dieses Jahr Diskussionen über Putin oder über diesen Krieg, das sind immer wieder dasselbe, oder diese, wenn sie mir gesagt haben, ja, er war radikal erst in der letzten Zeit, dieser Mann war das ganze Leben konsequent, immer. Er war immer repressiv in Innenpolitik, aggressiv in Außenpolitik. Ich habe viele Mikrosituationen wirklich erlebt, wo ich nicht atmen konnte, auch mit den Politikern. Das hat mir in Luxemburg bei dem Literaturfestival, da war Lesung, und sie wollte auch jemanden zu der Diskussion über diese politische Situation. Diese Klischee mag ich auch nicht. Ich sollte über Osteuropa, Europa reden. Ich möchte nur Autorin sein, nicht osteuropäische Autorin sein. Und diese Politiker, ich weiß nicht, ob ich ihren Namen sagen soll, ist sehr berühmt und Star in Luxemburg. Und dann war er so witzig, charmant, klug.
Jean-Claude Juncker. Und, und dann hat er mir gesagt, also das war keine, wir haben das unterschätzt oder sowas. Dann hat er, wissen Sie, wir können das unterschätzen, Politiker nicht, weil Politiker haben doch Informationen von Geheimdiensten und so weiter. Aber und hat mir gesagt, ja, aber Putin war immer bei den Verhandlungen so ein netter Kerl. Und ich habe gesagt, aber alle sind nett bei den Verhandlungen, auch die Diktatoren, oder alle sind nett. Und dann haben wir, dann habe ich begriffen, wir haben wirklich in Europa in den letzten Jahren wirklich die Demokratie auf Business reduziert. Und das ist das Problem. Obwohl du, sondern hinzufügend, du in deinem Buch, in dem Buch, was die Protagonisten betrifft, natürlich ein ganz weites Feld beschreibst. Von diesen Leuten, die Demokratie auf Business reduzieren, von den Zynikern, aber dann eine Person, die aus einem widerständischen Haushalt, muss man sagen, kommt, dann aber müde ist der ganzen europäischen Konfliktdebatten und in China eben dann glaubt, dass, was ja auch von Sinologen, auch deutschen Sinologen, dauernd auf den Markt getragen wird, China ist das große Andere, das kann man mit unseren Maßstäben gar nicht messen, das ist Yin und Yang und das ist das nicht Lineare und so weiter, und er fällt darauf rein. Also er wird ein Opfer dieses Kulturrelativismus, aber er ist kein Zyniker. Ja. Und auch das beschreibst du. Diese innereuropäische Müdigkeit an dieser langen Tradition des Streitens, des gegen sich Selbstdenkens, wo dann China plötzlich als das harmonische große Andere erscheint und dann aber das konterkariert wird mit der Realität, wo plötzlich ganz klar wird, wer dekretiert, wir sind das große Andere, wir haben eine andere Tradition, nämlich die Machthaber. Und da gehst du auch in diese Schicht rein und dechiffrierst das. Aber wenn wir vielleicht noch die eine oder andere Passage hören könnten, die Sie vorbereitet haben. Ja. Pomeransch ist begeistert. In der Zeit, die er in China lebt, wurde Europa von einem Virus befallen. Als hätte ein kosmischer Sturm die Menschen angesaugt und allen die Seele und das Herz aus dem Körper entfernt, bevor er ihre leeren Hüllen wieder ausspuckte. Moralische Kategorien gelten nicht, zumindest für manche nicht. Am Flughafen marschieren männliche Körper mit Maschinengewehren herum und warten auf einen Angriff von Terroristen. Durch Prag läuft Polizei mit Maschinengewehr, bereitet sich auf einen terroristischen Angriff vor und ist verunsichert, als sie die Gefahr künstlich herstellen muss. Alle haben sich in eine Form gepresst, in eine einzige Formation. Die Nähte sind verschweißt. Es ist bequem, wenn nur eine Meinung gilt. Die Neuauflage eines in der Geschichte schon mehrmals erprobten Modells. Entmenschlichung. Sollte das Schicksal einer Nation überhaupt von irgendetwas abhängen, dann davon, wie sie ihren menschlichen Aufgaben gerecht wird. Die Schriftstellerin ist zurück in ihrem Europa und erkennt die Menschen nicht wieder. Europa ist ein Marktplatz. Auf dem Marktplatz geht, wer nach Gewinn schielt. Auserwählte haben sich im Ghetto eingeschlossen. Man lässt niemanden herein. Alles läuft nach einem gut durchdachten Plan. Die Welt bröselt. Jahrhundertelang hatte man Wohlstand auf Kosten der übrigen Welt erzeugt und nun verbringt man die Zeit mit Surfen und Gamen. Man hält den freien Zugang zu Informationen für einen Gewinn und lässt sich eine eigene Firewall gefallen, die politisch heikle Themen dreht und wendet und neu interpretiert. Asoziale Social Media haben den Sieg davongetragen und verdächtige Angstschlieren breiten sich über den Boden aus. Auf öffentlichen Plätzen stehen Menschen mit dem Symbol eines Galgens in der Hand und niemand weist sie zurecht. Die Prager Burg spuckt Gift und Galle, ein beißender Strom aus Hass, Militärbefehlen und Grauen ergießt sich über die Stadt. Die Menschen im Land füllen sich mit Angst und reagieren sie an jeden ab, der schwächer ist oder anders. Auch eine ganze Armee von Feiglingen vollbringt keine heldenhafte Tat. Moral ist kein Wachs, Moral lässt sich nicht heilen. Die Menschen brauchen ein Deckmäntelchen für ihre Handlungen, um sie zu entschuldigen, zu verteidigen. Also wird die Welt in wir und die anderen geteilt. Den anderen muss man nur noch negative Kollektiveigenschaften anheften und sie als Gruppe aus der menschlichen Gesellschaft ausschließen. Die anderen schleppen Krankheiten ein, sie sind primitiv und wollen unsere Frauen vergewaltigen.
Laute Reden werden auf öffentlichen Plätzen geschwungen, lauter Männer. Und wer schreit, kritisiert und negiert, der hat nicht vor, die Welt der anderen zu begreifen. Er will die Atmosphäre eines Tribunals herstellen. Es fehlt die Reflexion, unsicheres und zögerliches Nachdenken. Man wollte sich gegen die vermeintlich unumerziehbaren Feinde absichern und trat eine Verteidigungsmanie los. Die Schriftstellerin betrachtet ihr Land, das sie seit Monaten nicht gesehen hat. Massenweise verweigern sich Menschen den Respekt. Wie in einem Tsunami wurde das Recht auf eine andere Meinung hinweggeweht. Die Schriftstellerin kommt sich vor wie in Berlin der 30er Jahre. Auch das jetzige Tschechien ist vom Faschismus durchdrängt, aber verwendet Wörter, die den Hass in süße Schokolade tunken und mit glänzendem Weihnachtspapier umwickeln. Das Land mausert sich zu einem geschlossenen tschechischen Dorf hinter Stacheldraht. Das alles geschieht auf freiwilliger Basis. Niemand regt sich auf. Die Menschen verzichten freiwillig auf Freiheit und Moral. Sie geben ihre Freiheit ab und stehen sogar Schlange, um noch öffentlich ihren Senf beizusteuern. Sie stoßen den letzten Teil Menschlichkeit und Toleranz von sich und beugen den Kopf, um sich ein Schafsfell überzustülpen. Ein Hirte mit Kalaschnikow in der Hand bewacht die Herde. Und dieser Hirte wird wiederum von einem anderen Hirten aus dem großen Russenland bewacht. Und dieser wiederum von einem Hirten aus dem großen chinesischen Land. Und der ökonomische Pragmatismus wacht über sie alle. Wenn du mich liebst, dann liebe auch die Krähen auf meinem Dach. Dieser toxische Cocktail wurde in Europa angerührt. Der Kommunismus hat uns eine Gehirnwäsche verpasst. Und der Kapitalismus unsere Herzen ausgespült. Am Prager Flughafen warten gelbe Taxis und der Fahrer wirft Pomeransch einen misstrauischen Blick zu. Pomeransch ignoriert ihn. In seinen gelben Augen farbige Geschichten aus den Jahrhunderten, als er noch in Europa lebte. Der Taxifahrer feuert an jeder Kreuzung die Autofahrer an. »Worauf wartest du, du Idiot? Grüner wird's nicht, fahr schon los!« Er hält den Mund nicht. Und als er herausbekommt, was die Schriftstellerin tut, sagt er, ich schreibe auch. Gott bewahre, denkt Pomeransch, hoffentlich fängt sie keine Konversation mit ihm an. In einer Lampe ohne Öl braucht man den Docht gar nicht anzuzünden. Was denn? Kommentare im Internet, zu den Nachrichten, wenn mich was aufregt. Unter ihrem Namen? Nein. Warum? Gift und Galle haben also doch ein Gesicht. Wie hungrige Heuschrecken haben sie sich auf uns gestürzt, die Schnorrer. Auf der Welt gibt es Millionen von Flüchtlingen. Europa steht für sie erst an fünfter oder sechster Stelle. Sie flüchten in die nächstliegenden Länder. Die meisten machen sich wegen Klimaänderungen und Naturkatastrophen auf den Weg. Überschwemmung, Dürre, Erdbeben. Durch die Erwärmung steigt der Meeresspiegel, Inseln und Küsten verschwinden. Der Taxifahrer schenkt ihr ein wissendes, nachsichtiges Lächeln. Man merkt, dass sie lange im Ausland waren. Sie haben keine Ahnung. Ein bisschen zur Ehrenrettung von Prag muss man natürlich hinzufügen, dass der gegenwärtige Bürgermeister Prag von der linksliberalen Piratenpartei einer derjenigen ist, der die Städtepartnerschaft Prag-Taipeh ins Leben gerufen hat. Und als die Chinesen, die Festlandchinesen dann drohten, dass sie ihre Pandas zurückzogen und dann sagt man dann, gut, dann soll es so sein, der Platz vor der russischen Botschaft ist nach dem ermordeten Oppositionellen Boris Nemtsov benannt und die Lenin Wall auf der Halbinsel der Kampe ist voll von Solidaritätsbekundungen für Hongkong, jetzt für die Ukraine. Für mich war dieses Prag und die Erinnerung an 68 und die Erinnerung an Charta 77 und das Wissen, dass auf dem Masaryk-Kai da oben immer noch der alte Pavel Kohut lebt und sich erinnert und nicht mitgeht in dieser Welle dieses vergesslichen Nationalismus, immer auch ein ganz wichtiges Antidot. Ich muss dich aber jetzt dennoch fragen, auch wenn du Schriftstellerin bist und nicht Prager Schriftstellerin, nicht osteuropäische Schriftstellerin, über die jüngsten Geschehnisse. Also wir haben es im Fernsehen gesehen, ich glaube es waren 70.000 Leute in Prag auf der Straße, Rechtsextremisten,
Kommunisten, aber natürlich auch dann Leute aus der sogenannten Mitte, die gegen die Ukraine-Politik der Regierung protestiert haben. Also etwas, was uns mit AfD und Linkspartei im Herbst wahrscheinlich auch geschehen wird. Wie hast du das erlebt? Waren das Leute aus der Hauptstadt? Waren das Leute, die irgendwie per Busse herangekarrt wurden? Und wie war die Situation? Nee, das waren die Menschen von dem ganzen Tschechien, selbstverständlich. Und das hat mich absolut nicht überrascht, weil das hat sich lange Jahre schon vorbereitet, nicht nur Tschechien, sondern in Europa. Da sind wir wieder bei Putin. Putin hat schon vor Jahren, das war Ziel, dass er auch Europa zerspaltet. Er wirklich hasst die Europäische Union und er hat das geschafft in jedem Land. Desinformationen sind heute so einfach. Aber muss ich sagen, wir haben das unterschätzt, überall. Ich verstehe auch diese Angst oder die Frustration von Menschen, die verloren sind. Also die Welt ist heute wirklich so unsicher von allen Seiten. Wir hatten auch, wenn ich über die Tschechoslowakei und dann Tschechien und Slowakei rede und Tschechien, das haben wir diese Tradition leider, also wir haben diese Tradition Václav Havel, aber dann leider Václav Klaus und jetzt Miloš Zeman. Václav Klaus, das ist bis heute Guru aller Euroskeptiker der Welt. Und selbstverständlich, wenn man daran lange arbeitet, dann hat dann auch, das ist das Resultat, wenn die Krise kommt, weil da ist keine große Persönlichkeit da, die die Menschen irgendwie beruhigt oder erklärt, worum es geht oder die Solidarität oder wir schaffen es und so weiter. Es ist umgekehrt. Und dann, und das ist überall. Und selbstverständlich, das war vorher, hatten wir den Premierminister, der war vor dem Jahre 1989 auch Mitarbeiter der Staatssicherheit und inzwischen in den wilden 90er Jahren hat er zu Geld gekommen, jetzt ist er Oligarch und das ist interessant, alle Oligarchen der Welt oder diese Businessmen, das ist dieses Syndrom von Donald Trump. Also das ist diese Gefahr, das hat mich überrascht. Zum Beispiel auch in Amerika bei uns, es genügt wirklich ein von diesen Typen, die Geld haben. Das, wir sind wieder bei Geld, die so viel Geld haben, dass sie diese Propaganda leicht schaffen. Und dann siehst du, was wir alles, ich glaube, die Europäische Union muss von Null anfangen. Weil das ist auch, ich sehe auch keine zum Beispiel diese europäischen Politiker, weißt du, die wirklich, das ist jede Politiker, den ich auch getroffen habe, das war immer auf der ersten Stelle, waren Interessen von seinem Land. Also das fehlt da und das, wenn ich das konkret sage, weil das war nach dem Jahre 1989, haben viele Tausende jungen Amerikaner in Prag gelebt. Sie sind gekommen, weil da war etwas in der Luft, die Hoffnung, Solidarität, andere Werte, die haben das gebraucht, auch das mag ich, dieses Wort. Alle hassen das Wort Humanismus, weil Humanismus bedeutet alles, muss man sich auch politisch nicht definieren. Humanismus ist wichtig. Und diese Menschen, diese jungen Menschen von Westen sind jetzt in Peking. Weil Peking, es ist egal, Totalität, aber es ist in der Luft. China hat Vision, sie möchte diese Großmacht, das ist so dynamisch und so weiter. Wie in Europa, wir sind so resigniert, so müde. Nur wir haben Angst, dass es noch nicht schlimmer geht. Und weißt du, das ist kein auch Gegenperson, die da sowas klar definiert, diese Vision hat und deshalb in Prag diese große Demonstration, ja, in der schlimmen Zeiten da die Gesellschaft radikalisiert sich schnell und da muss, es ist immer das ewige Thema Masse und der Einzelne, ja. Vielleicht kommt jetzt die Hoffnung ganz leise. Ja, hat die Tür geöffnet. Wir brauchen die Hoffnung. Ja. Sie quietscht, aber ziemlich unberuhigend. Ehe wir dann vielleicht zu Fragen von Ihnen aus dem Publikum kommen, würde ich vielleicht abschließend noch ganz kurz über unser gemeinsames Lieblingsland sprechen, Taiwan, nämlich der Staat, Gesellschaft, Zivilgesellschaft gewordene Beweis, dass
universelle Werte nicht rein westlich sind, nicht nur für uns weise Europäerinnen Gültigkeit haben, sondern wenn die Menschen die Möglichkeit haben der freien Wahl, haben weltweit von diesen natürlich natürlich angenommen werden und mit Leben gefüllt werden. Du hast Taiwan, wir haben Taiwan erlebt als eine ungeheuer lebendige Zivilgesellschaft, die jetzt unter ungeheuer Bedrohung steht, weil Peking natürlich schaut, ob Putin unter der Ukraine durchkommt. Und ich glaube, jeder Tag, in dem Putin militärische Verluste hinnehmen muss, ist ein weiterer guter Tag für die Demokratie in Taiwan. Nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Taiwan. Ich würde vielleicht noch ganz kurz am Schluss fragen, wie deine sozusagen Alltagserfahrungen in Taiwan waren, im freien China. Das war eine große, große Überraschung, muss ich sagen. Ich war wirklich müde von diesen Themen und China oder auch Gesprächen bei dem tschechischen Auswärtsministerium, weil selbstverständlich diese Typen haben keine Ahnung, wie wir leben, wo wir die Informationen haben, und für sie war Rätsel, wieso ich da so viel weiß und welche Quellen ich habe. Aber das ist gute Nachricht. Wir können unabhängig sein, und sie haben alle haben wirklich Angst vor der Wahrheit. Meinungsfreiheit, deshalb überall müssen schnell alle unabhängigen Medien entweder verboten oder kaufen. Und das ist eigentlich gute Nachricht, aber ich habe auch viele Kollegen, wo ich schon Autozensur angefangen habe, sie möchten also gutes Leben und Stipendium und so weiter. Und dann kam diese Einladung auf Taiwan, ich war wirklich müde. Und ich bin dort geflogen im Januar 2020, weil sie wollten auch mir da zeigen, dass ich erlebe, das war sehr, sehr wichtige Präsidentenwahl. Und denen hat sehr, sehr geholfen, diese Problematik in Hongkong im Herbst voriges Jahr, weil China hat auch Hongkong versprochen, also ein Staat, zwei Systeme. Nein, das ist brutal. Und wissen Sie, dass es auf Taiwan waren auch Oligarchen finanziell unterstützt von China. Aber Taiwan, diese Insel, die Menschen haben das begriffen. Sie haben einfach einen Präsidenten gewählt. Ich muss dieser Mikrosituation auch detail sagen, dass das zeigt, welche Demokratie es ist. Also das ist eine lesbische Präsidentin. In meinem Land, das ist schon zweimal schlecht, eine Frau und dazu sowas, das wäre nie möglich. Und ich bin sehr kritisch, ich war sehr, weißt du, so misstrauisch, aber dieses Alltag, und das, ich möchte immer die Menschen treffen von allen Schichten, sozialen Schichten, nicht nur diese Intellektuellen oder die mich am Anfang so willkommen. Das war, und ich brauchte in meinem Alter wirklich diese Hoffnung, aber das selbstverständlich hat das ein andere Gründe, historisch, politisch. Das ist Insel, diese kleine Insel kämpft mit diesem großen kontinentalen China, weil es ist überall dasselbe, China, Russland, Amerika, egal. Weil diese Mentalität von Großmacht, ich habe zum Beispiel jetzt, ich möchte so viel sagen zu Taiwan, aber jetzt Assoziation. Ich habe jetzt eine Rede soll ich haben im Europäischen Parlament, weil jetzt die Tschechische Republik ist in dieser Und daher, ich habe jetzt Arbeitstitel genommen, weil das habe ich von einem russischen Politiker vor Jahren gehört. Er hat über Europäische Union diese 27 Zwerge. Und das war ähnlich wie Donald Trump absolut auch nicht versteht, worum es geht. Er hat immer gesagt, ja, diese europäische Sache, this European thing. Und da müssen wir uns wirklich in Europa so wirklich zusammen solidarisch, weil wir müssen unabhängig sein. Und dann habe ich auch Taiwan das begriffen, es geht. Taiwan zeigt China, wir können Business oder Geschäfte machen, aber wir haben unsere Werte, wir möchten diese Demokratie, sie haben das, und das ist auch Parallele mit meinem, oder mit Osteuropa, wir haben das 1989 angefangen und sie 1987. Das war auch nicht einfach, aber da selbstverständlich Insel und diese Art von Buddhismus, der dort ist, dass man da wirklich, die Menschen sich, mehr Kommunen, die sich helfen, dass, aber diese Menschlichkeit, diese, dass man nicht nur Intellekt oder Gier oder diese Geschäfte, aber dass wir da gemeinsam leben und wir haben nur diese Zeit zwischen Geburt und Tod. Bitte seien wir menschlich, warmherzig oder auch diese, wissen Sie, da sind, ich zum Beispiel in Europa,
in Osteuropa sowieso, das ist so konsumorientiert. Wenn ich etwas heute ohne Honorar mache oder aus Freude oder dass es Sinn hat, ich bin wie im Königtum von Anarchie. Das ist schon alles. Und Taiwan hat mir gezeigt, ich habe mich dort so wohl gefühlt wie zu Hause. Leider die politische Situation jetzt im Zusammenhang auch mit diesem russischen Krieg und Genozid auf Ukraine. China ist Gewinner. China beobachtet da selbstverständlich alles und immer droht Taiwan, wir wissen nicht, wie das weitergeht, aber ich habe mir gesagt, was ich jetzt machen kann. Ich werde immer für Taiwan jetzt kämpfen und über die Realität zu schreiben, aber ist auch metaphorisch. Aber ich wollte damit, wir wollten jetzt vieles über Taiwan sagen. Da war damals im Januar 2020, das hat auch diese Pandemie angefangen. Und für mich war absolut, das war so schrecklich, dass Taiwan, klar, von China keine Informationen sowieso, aber auch zum Beispiel von diesem internationalen Gesundheitsorganisation, von vielen Organisationen der Welt, weil China hat diesen Organisationen so viel gegeben und die Bedingung war, aber Taiwan müssen sie ignorieren als selbstständiges Land und alle haben mitgemacht. Also wir hatten absolut keine Informationen und alle meinten, dass es dieser wieder SARS, diese Epidemie ist, die 2003 haben. Und diese Momente, diese Mikrosituationen mit den konkreten Menschen, ich glaube in meinem, ich bin auch schon alt und müde, aber ich glaube jetzt nur das, was ich erlebe, was ich sehe mit den Menschen, die dort leben, die das erlebt haben, mit Empathie. Empathie ist wichtig und Mitleid. Und da, glaube ich, ist wieder in den Krisen sogar, in Krisen ist Literatur für mich noch wichtiger. Ich hatte auch Krisen, alle sagen, dass die Menschen nicht lesen, das stimmt nicht. Und Literatur hat auch so geholfen, zum Beispiel Interviews mit China. Wir haben über Literatur geredet, aber wir haben selbstverständlich die verschiedenen Zitate, wir haben über die Realität geredet, weil wir wussten, dass es zensuriert wird. Und auch diese Kraft, es gibt auch so, warum sind so in so vielen Ländern auch die Autoren, Autorinnen im Gefängnis oder gefoltert, getötet. Leider, es gibt auch viele Autoren, Autorinnen, habe ich in den letzten 10 Jahren erlebt, die, aber das sind auch Menschen, sie möchten auch Ruhe haben und möchten nicht helfen, wenn das geheim sein muss und sie möchten alles im Lebenslauf haben oder auf Facebook und so weiter, aber das ist da sind wieder bei den Erfahrungen, als ich vor dem Jahre 1989, weißt du, gelebt habe. Das sind diese sensiblen Situationen. Also zu Taiwan. Taiwan war sehr große Überraschung und die immer Politologen, die geopolitisch immer diskutieren, sie sagen, ja, Taiwan hat keine Chance mit China. Ja, aber kann sein, aber ich muss immer diese Hoffnung haben und dann sage ich immer, ja, das Leben kann uns immer wieder überraschen. Wir kennen auch viele Geschichten mit David und Goliath und so weiter. Es ist noch, ja, aber auch, weil David letztendlich besser schießen konnte. Ja. Es gibt noch, jetzt ist die Zeit. Ich wollte über die Literatur reden, aber in dieser Zeit sind wir wieder bei der Politik. Also das aber ist so. Wir können ja noch verstärkt über Literatur reden. Es gibt eine Fortsetzung morgen 16 Uhr in der Amerika-Gedenkbibliothek. Morgen 16 Uhr. Da ziehen wir nicht nur das Gleiche ab, sondern es gibt dann noch thematische Weiterungen. Das jetzt nur zur Information, falls jetzt nicht alle Fragen, falls denn welche gestellt werden wollen, beantwortet werden können. Du möchtest Fragen beantworten? Nein, ich möchte etwas jetzt spontan machen. Ja, okay. Wir haben über Taiwan geredet und darf ich jetzt Dramaturgie schon wieder, aber ja.
Weil ich habe auch, ich brauche auch, brauchte auch, ich hatte Krisen und das war nicht einfach. Und da brauchte ich auch Hoffnung. Und viele fragen mich oft. Und ich habe in diesem Buch, ich hoffe, dass ich das finde. Ja. Und ich habe in diesem Buch auch diese Tradition von Konfuzius und Lao Tzu und so weiter, auch diese Literatur. Ich wollte, dass es wirklich Literaturwerk ist. Und ich habe da auch so metaphorischen Szenen ausgedacht. Und da in dieser Szene habe ich mich an als Zen-Meister gesehen. Und das ist vielleicht, das ist nicht so einfach, aber das ist vielleicht auch die Antwort, wie wir mit den toxischen Menschen, mit diesen aggressiven Menschen umgehen können, weil ich treffe auch so viele sensible, introvertierte Menschen, die in dieser Welt, diese Zeit so paralysiert sind. Und ich, das ist kurz, darf ich? Ja. Ein Mönch auf der Flucht sucht Schutz im Tempel eines Zen-Meisters. Die Verfolger sind ihm auf der Spur und setzen dem Meister wütend zu. Wenn du nicht sofort sagst, wo er sich befindet, schlagen wir dir den Kopf ab. Wenn ich sterben soll, sagt der Meister, dann möchte ich ein letztes Gläschen von meinem geliebten Roswein trinken. Er holt eine Flasche und schenkt sich ein volles Glas ein. Langsam nippt er daran und kostet den Wein. Die Verfolger wechseln verdutzte Blicke und verlassen den Tempel. Der Mönch, dem der Meister gerade das Leben gerettet hat, fragt verwundert, wie hast du das geschafft? Nichts Besonderes, antwortet der Meister. Sie wollten dich holen und was ich tat, entsprach nicht ihren Erwartungen. Ich habe mich nicht gestritten, ich habe um nichts gebeten, nicht um dein Leben gebettelt. Ich habe lediglich ihre Welt ignoriert. Wir haben keine Gemeinsamkeiten. Und so gingen sie wieder. Wenn du auf dem richtigen Weg bist, streite dich nicht, verteidige dich nicht, suche nicht nach Argumenten. Überlasse die Feindeswelt den Feinden. Höre auf, etwas mit ihnen gemeinsam haben zu wollen. Und nach einer Weile merkst du, dass sie gegangen sind. So einfach ist das nicht, aber. Ja, dein Wunsch in der Weltenlenke O. Mir wird signalisiert, dass wir noch 10 Minuten haben, weil dann schon die anderen Veranstaltungen beginnen. Falls jetzt von Ihrer Seite noch die eine oder andere Frage da ist, sprechen Sie einfach, ich kann Sie, wir können Sie eh nicht sehen, aber wir können Sie hören. Wenn das nicht ist, wir sind ja nicht bei einer Parteiversammlung in China, wo das Pflicht ist. Es gibt ja danach die Signierrunde, wo du vielleicht auch dann beim Signieren noch die eine oder andere Frage beantworten möchtest. Ansonsten danke ich Ihnen für das konzentrierte Zuhören, der nicht nur Vorleserin, für die wunderbare Transformation dieses geschriebenen und der rhapsodischen Sprache. Ich mit meinem sächsischen Genuschel hätte das nicht hingekriegt. Also Sie haben das ganz wunderbar gemacht. Dafür nochmal ganz herzlichen Dankeschön. Danke. Ich danke den Moderatoren, dass er das ertragen kann, dass ich nicht nur professionell bin, aber auch spontan und emotional. Aber deshalb sind wir ja hier. Vielen Dank. Und danke, dass Sie gekommen sind, wirklich. Liebe Radka, vielen Dank und Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön.